schönen Nachmittag. Es freut mich, Ihnen heute ein ganz besonderes Konzert ansagen zu dürfen. Die Concert Band der St. George School aus Vancouver, Kanada, spielt heute für uns. Dieses Orchester, diese Band, macht alle 3 Jahre eine Konzertreise durch Europa, kommen heute direkt aus Ungarn zu uns und spielen das erste Mal seit 20 Jahren in Wien und das bei uns im Haus Augarten. Das heute ist das letzte Konzert auf dieser Reise. Thank you very much for coming. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Wem es zu laut ist, wir haben draußen auch ein paar Plätze noch hergerichtet. Gute Unterhaltung. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Marco Rennick, and I serve as director of music at St. George's School. So, erstmal einen wunderschönen guten Abend auch von unserer Seite. Und der Herr Rennick, Herr Marco Rennick, ist der Direktor von der Musikabteilung in dieser Schule von St. George's. It's a great pleasure to be here. We've been doing these tours to Europe now for 30 years, but this is our first time to play for you. So wie Sie gerade gehört haben, es ist das erste Mal hier in diesem Haus und das seit 30 Jahren macht diese Schule diese Touren durch Europa jedes Jahr. So this year we travel with 80 students from the school and they have now been traveling for almost 16 days. Wir haben hier 80 Schüler mitgebracht, 80 Jugendliche. Und die Reise hat ziemlich früh angefangen, und zwar, das ist jetzt der 15. Tag, wo wir unterwegs sind, und die Reise geht ja übermorgen zu Ende. This is our last concert of our tour, and we fly back to Canada on Sunday morning at 5 a.m. Das ist das vierte Konzert in dieser Reise, und ja, wie ich schon erwähnt habe, die Reise geht zu Ende, beziehungsweise am Sonntag in der Früh mit der Gruppe dann so langsam nach Hause fliegen. Und das ist der zweite Direktor, der Dirigent, der Herr Markell. Thank you.
Vielen Dank für das Kommen. Und das erste Stück, was Sie gehört haben, heißt Hounds of Spring. Und übersetzt wäre das die Frühlingsjagdhunde. At the beginning of our tour, we were hoping this piece would welcome warm weather and sunshine. But it didn't. Our first concert had 20 centimeters of snow. Als die Gruppe angekommen ist, haben die gedacht, wenn man dieses Stück spielt, dann wird das Stück auch ja, die Wintertemperaturen wegschieben und ein paar wärmere Grad zu uns schieben. Aber das war nicht der Fall. Wir hatten bei der Ankunft gleich 20 Zentimeter Schnee. Also heute ist es nicht mehr so kalt. Die Sonne kommt zwischendurch raus und das ist uns sehr gut. We're going to continue now to a piece called Rover's Lullaby that features our trumpet player John King. Das nächste Stück heißt Trumpet, Trumpeter's Lullaby, und das wird auch von diesem Trompetensolisten gespielt, der auch sehr talentiert ist. Thank you.
nächste Stück, vielleicht kennen Sie auch das nächste Stück. Das wurde von einem bayerischen Komponenten geschrieben, der heißt Rheinberger. Und der war sehr bekannt für Chorstücke und für auch Kirchenmusik. Und das nächste Stück heißt auch Abendlied. Vielleicht kennt Sie ein Stück davon. Thank you.
nächste Stück wird hauptsächlich von diesem talentierten Klarinettspieler, der Herr Lee. Und das Stück wurde von Rossini komponiert und das heißt so viel wie eine Introduktion zu mehreren Themen und Variationen. Thank you.
Sie hören werden, sehr interessant. Und zwar, das wurde auch von einem Komponent geschrieben, der hieß Daniel Bourgeois, und er hat eigentlich dieses Stück für seine eigene Hochzeit komponiert. Eric Bourgeois has a very good sense of humor and wanted his guests to have a bit of fun as they left the wedding. So the piece is written in an unusual time signature. It's written in 11/8, 13/8, and 12/8. Wenn Sie vielleicht mit Musik auch ein bisschen vertraut sind, der Herr Markel hat auch die Takten auch erwähnt. Was der Komponent auch damit gemeint hat, weil die Takten verändern sich, er hat dieses Stück gespielt für die Gäste, wenn sie die Hochzeit verlassen. Und er hatte eigentlich vor, dass die Hochzeit, dass die Gäste die Hochzeit nach diesem Takt von dem Stück auch verlassen. Was gar nicht so einfach war, weil die Takten verändern sich. Vielleicht wollte er, dass die Gäste auch noch länger bleiben bei seiner Hochzeit. Dass Sie uns herzlich begrüßt haben, auch willkommen geheißen haben, dass wir auch überhaupt hier spielen dürfen. Our last piece for you today is a concert march called A Storm in Sunshine. Und das letzte Stück, was hier gespielt wird, ist ein Marsch und heißt Im Sturm und im Sonnenschein. If it's too loud for you, it's okay to plug your ears.
Es könnte sein, dass manche Teile dieses Stückes ein bisschen laut werden. But at the end of this, we have a present for everybody. We have brought Canadian pins, and the boys will come and give everybody a pin when we're all done. Wenn das Stück vorbei ist, dann bitte nicht aufstehen. Sie bekommen auch eine Erinnerung von der Gruppe, und zwar ein Pin mit der kanadischen Flagge. Great. Okay, start inside. Gut, was soll das?